Guten Morgen, ihr Lieben, oder eher guten Mittag. Ich habe es heute leider nicht geschafft, ein Video für euch hochzuladen, aber ich habe mir stattdessen etwas anderes überlegt. Und zwar dachte ich, ich nehme euch einfach mal an diesem sehr entspannten Sonntag und vierten Advent einfach mal mit in den Tag und snappe ein bisschen hier auf Instagram. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen vierten Advent und einen angenehmen Tag. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das als kleine Entschädigung für das fehlende Video auf YouTube ja, annimmt und genießen könnt. Also, los geht's. Ich hatte gestern einen Filmdreh mit meiner kleinen Tanzcrew oder Kompanie oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich blende euch davon auch mal hier ein Foto ein. Und das war ziemlich lang und anstrengend und danach hatte ich noch eine Weihnachtsfeier und es wurde sehr spät. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal einen Kaffee. So, ich möchte jetzt noch ein bisschen kreativ werden und ich möchte die Challenge von der lieben Plannerfee und ihrer Freundin, ich verlinke sie irgendwo, weil ich gerade den Namen auf Instagram nicht weiß, mitmachen. Und ich habe mir jetzt schon mal diesen Untergrund ausgeguckt. Ihr seht dann auch gleich, wie die Fotos entstehen, wenn ich endlich mal irgendwas gefunden habe, was ich als Flatlay hier auf den Tisch oder das Fell legen möchte. Ich bin nämlich total unentschlossen. Ich habe ein paar Sachen zusammengesucht und zwar in der Farbe Rot. Ich habe total viele Sachen im Alltag, die rot sind, weil ich irgendwie die Farbe seit einigen Jahren sehr gerne mag. Allerdings kann ich vieles davon einfach nicht auf den Tisch legen, weil der Tisch ist zum Beispiel selber rot, die Gardinen sind rot, die Boxen und Ordner in meinen Regalen, die Regalbretter, mein Stuhl, mein Toaster, wollte ich sagen, und meine Kaffeemaschine und so weiter, mein Mülleimer. Also es ist eigentlich endlos, aber alles nicht für ein Flatlay geeignet, weil entweder müsste ich dann aus meinem ganzen Zimmer ein Flatlay machen oder es geht einfach nicht. Aber ich habe jetzt stellvertretend hier ein paar Sachen zusammengesucht und ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze aussieht. Puh, okay, das war eine schwere Geburt. Also die lange Pause war nicht Nichtstun von mir, sondern ich habe die ganze Zeit irgendwelche roten Dinge auf meinem kleinen Tischchen hin und her geschoben und das Foto ist jetzt online. Aber ich werde jetzt nochmal meine Planersachen durchgucken und schauen, was ich da so für Farben habe und vielleicht auch noch das ein oder andere Flatlay machen, was dann auch in der nächsten Zeit online kommt. Autsch, jetzt habe ich gerade meine Sticker wieder einheften wollen und habe mir mit den scharfkantigen Ringen meinen Daumen aufgeschlitzt. Aua. So, ein Flatlay habe ich noch gemacht, aber ihr seht schon, das Licht ist überhaupt nicht mehr gut. Das Foto, was ich gerade gepostet habe, ist auch ein bisschen verkrisselt. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil eigentlich mag ich die Farben hier total gerne. Ich denke mal, ich werde das einfach bis morgen so liegen lassen, außer natürlich die offenen Stempelfarben, die mache ich gleich ganz schnell wieder zu. Sonst trocknen die natürlich aus und ich gucke mal, ob ich morgen noch ein schöneres Foto hinbekomme. Ja, es ist draußen einfach schwarz. So, ich setze mich jetzt nochmal an meine neuen Einlagen für das nächste Jahr. Und zwar habe ich mir überlegt, in die vertikale Richtung wieder zu gehen und nicht in die horizontale. Und das Lustige ist, dass ich letztens die neuen Einlagen von der Plannerfee gesehen habe. Und die hat nämlich genau dasselbe vor und ist da schon am Testen, wie die Einlagen so funktionieren. Ich muss mir meine noch fertig gestalten und das mache ich jetzt erstmal. Das kann eine Weile dauern, aber ich werde euch dann zwischendurch immer mal zeigen, wie es gerade aussieht. Also ich bin echt unentschlossen, ob ich viele Linien oder gar keine Linien haben möchte. Mir gefällt das Cleane hier gerade auch total gut. Ich drucke mir die jetzt einmal probeweise auf Papier aus, um einfach zu gucken, wie die genau aussehen. Und mir hilft es auch immer total, das einmal wirklich auf Papier vor mir zu haben, dass ich auch vielleicht noch mit einem Stift dran rumkrickeln kann oder ja,
die Seiten und Größenverhältnisse besser einschätzen kann. So kann ich jetzt mir die Papiere gleich einmal lochen, dann sehe ich auch, wie da die Abstände sind. Und was sofort auffällt, ist natürlich, dass hier oben gerade ein viel kleinerer Rand ist als hier unten. Und so eine Kleinigkeiten kann man dann immer ganz gut ausbessern. Okay, also ich habe eben erstmal schnell was zu essen bestellt, weil ich irgendwie so am Machen und Tun bin, dass ich vergessen habe, irgendwie mir großartig was zu besorgen, und der Kühlschrank ist auch irgendwie leer. Und naja, wie das halt so ist, wenn man busy ist, man vergisst einfach das Essen. Jedenfalls geht es mir immer so, dass ich dann das Essen vergesse. Und ich werde jetzt auf das Essen warten, nebenbei ein neues Video von der lieben Philolove gucken, alias Ulrike, und meine Monatseinlagen drucken. Das Drucken ist jetzt so eine kleine Puzzlearbeit. Ich zeige euch mal, wie meine Arbeitsschritte gerade aussehen. Also ich habe hier, Moment, wo ist die Maus? Hier meine ganzen Kalendereinlagen von 2016. Und das Schlaue war, was ich zu dem Zeitpunkt, als ich die erstellt habe und gedruckt habe, noch nicht wusste, dass ich immer den Monat in einer extra Seite hatte und nicht mit in den Einlagen drin, weil jetzt kann ich immer mir quasi die richtigen Seiten zusammenpuzzeln, und ich zeige euch mal, wie ich das jetzt mache. Wie ihr seht, bin ich bis April schon gekommen. Das habe ich eben schon gemacht. Es geht auch relativ schnell. Ich habe jetzt hier die Seite 2 vom April und die Rückseite ist leer. Natürlich muss ich jetzt erstmal hier, ha, Hilfe, Mai draufdrucken. Jetzt auch einfach mal. Und zwar sage ich immer, mit dem Cursor gehe ich immer auf die Seite und sage dann einfach Current Page drucken. Und dann geht's los. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier Mai draufstehen. Natürlich fehlen da die ganzen Tage, und jetzt gucke ich einfach, wann hat der April aufgehört und wann fängt der Mai an. Nehme mir da einfach meinen Kalender zur Hilfe und sehe dann, ah, der Mai beginnt mit einem Montag. Und dann scrolle ich in meinem Dokument und gucke, wo ich das schon habe. Das heißt, hier ist der erste Montag, sehr praktisch. Gehe mit dem Cursor wieder drauf, sage Current Page und drucke das Ganze auf dieselbe. Die zweite Seite drucke ich natürlich direkt hinten dran, weil ja, die ja dann die nächste Seite ist. Und dann suche ich mir wieder den nächsten Monat und so weiter. Es geht dann immer so weiter, bis ich alle Monate gefunden und ausgedruckt habe. Worauf ich jetzt natürlich achten muss, ist nicht nur, an welchen Tagen hier meine Einlagen anfangen, sondern auch, ob sie bis zum 30. oder 31. gehen oder im Februar bis zum 28., weil das natürlich variiert. Und das war höchstwahrscheinlich im letzten Jahr dann anders als im nächsten und so weiter. Und da muss ich dann manchmal noch eine Zahl hinzufügen oder eben weg löschen, und dann kann ich erst drucken. Aber das ist relativ simpel. So, ich bin jetzt bei den Nicht-Planer-Videos angekommen, die ich auch gerne gucke. Und zwar sind das meistens Vlogs von britischen YouTubern. Ich weiß gar nicht, wie es euch da geht. Habt ihr auch da irgendwelche Favoriten? Oder meine Top 3 YouTuber sind da gerade Zoella, Elfie Dice und The Zaccone Jolies. Aber ich nehme auch gerne weitere Empfehlungen von euch entgegen, also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt. Und solltet ihr Zoella nicht kennen, dann habt ihr echt was verpasst. Sie ist eine absolute Rose-Gold-Liebhaberin und hat auch schon diverse Hauls in dem Stil gepostet und hat jetzt eine eigene Stationery-Linie rausgebracht und ja, postet halt, wie gesagt, sonst Vlogs und Lifestyle und ich weiß nicht was für Videos. Und da gucke ich mir auf jeden Fall jetzt ihre neuesten Videos an und mache mir einen gemütlichen Abend. Und während ich gerade am Videos gucken bin, fällt mir auf, dass ich auf jeden Fall morgen meine Weihnachtspost losschicken muss. Und deswegen werde ich noch eine zweite kleine Kartenbastelrunde jetzt starten, ganz entspannt, und ja, schnell die Karten schreiben. Okay, das Licht ist nicht das Beste, aber ich zeige euch mal, was ich jetzt an Karten gebastelt habe. Das ist die erste, die ist für eine Freundin, die Pink und Rosa sehr gerne mag. Deswegen finde ich das irgendwie super passend und super witzig. Und ich habe Washi-Tape benutzt von AliExpress. Diese beiden sind von Bespoke Design bzw. Washi-Tape auf Davanda. Und die pinken und lilanen und Tannenbaumsticker sind von 100% Mosel, auch von Davanda.
Und ich habe auch den Umschlag ganz bisschen mit Washi-Tape verziert, weil ich das einfach netter finde. Und ihr seht hier schon, das geht dann nachher auch zum Verschließen mit. Und dann habe ich auch noch drei Karten gemacht, die ein bisschen vintagiger sind. Und zwar habe ich dafür das Geschenkpapier von Teddy benutzt, das es letztes Jahr gab. Ich weiß nicht, ob es das dieses Jahr auch wieder gibt. Das sind diese kleinen. Genau, das sind diese Rollen und dann habe ich Washi-Tape benutzt. Das ist mein Lieblings-Weihnachts-Washi von AliExpress. Die Stempel sind auch von 100% Musel und wie gesagt, das Geschenkpapier dazu. Das ist die erste. Das hier ist die zweite. Der Sticker ist auch von 100% Musel und die anderen Sachen habt ihr eben schon gesehen. Da habe ich das Einpackpapier einfach ein bisschen anders gerissen und vertikal aufgeklebt. Finde ich auch ganz schön. Und die dritte, ebenfalls Sticker von 100% Mosel. Die Schüchen hatte ich noch über von meinem letzten Kartenbastelvideo. Und ja, Washi-Tapes sind alle von AliExpress, soweit ich weiß. Und die Umschläge habe ich ebenfalls wieder etwas mit demselben Washi-Tape verziert. Das war es dann auch mit meinem kleinen Advents. Insta-Stories, Vlog, wie auch immer ihr es nennen mögt.